Homeoffice. Das Spannendste am Tag war, ob du im Badezimmer das Licht angelassen hast. Und das Schlimmste am Homeoffice war doch, der Mann hatte das auch. Da saß der da auf einmal den ganzen Tag rum. Den ganzen Tag, damit hat doch niemand gerechnet. Weil man kennt sich, man liebt sich, man heiratet, man zieht auch vielleicht zusammen. Aber doch nicht 24 Stunden am Tag. Das war bei uns wie bei Loriot. Mein Name ist Lose, ich wohne hier. Ich sage aber doch nicht jetzt. Das haben wir Frauen doch schon vor hunderten von Jahren nicht ausgehalten. Wenn der Mann da den ganzen Tag rumsitzt, da haben wir doch auch gesagt, komm Hannibal, zieh über die Alpen, der Elefant muss raus. Und lass den Schlüssel hier, Schatz. Den ich vom Burgtor, von meinem Keuschheitsgürtel, danke. Und manche Frauen, die hat es richtig hart getroffen. Die hatten nicht nur Homeoffice, die hatten auch noch Homeschooling. Homeoffice und Homeschooling, das nennst du in der Geschäftswelt eine Lose-Lose-Situation. Man hat sich doch richtig gefreut, wo man wieder ins Büro durfte, oder? Wo man endlich wieder ins Büro durfte, die Kollegen und Kolleginnen wiedersehen. Wie am Ende mussten wir sein. Ich habe mich sogar gefreut, Drachendoris wieder zu treffen. Jedes Büro hat doch seine Drachendoris. Den Altdrachen, der seit 30, 40 Jahren all das Leben zur Hölle macht. Wo du so sagst, Doris, wie geht nochmal Wahlwiederholung an der neuen Telefonanlage? Das habe ich dir doch einmal erklärt. Weißt du, wo du am Tag drei Azubinen heulend am Schreibtisch stehen hast? Die Doris, die hat mich ins Archiv geschickt. Ich soll Sachen sortieren. Ich sage, ja gut, aber das ist doch nicht schlimm, Jason Patrick. Doch, sie hat das Licht ausgelassen. Und dann gehst du zu Doris, sagst du, Doris, was soll das? Nee, das gehört ja wohl zur Ausbildung dazu, einen Lichtschalter zu finden. Ich meine, dieses... Ich hatte immer einen Reflex, ich wollte die Frau mit nach Hause nehmen, meine Kniekehlen hoch, die Hecke damit schneiden. Aber jetzt, als wir wieder ins Büro durften, ich war kurz davor, die in den Arm zu nehmen. So habe ich mich gefreut, einen lebenden Menschen wieder, nicht auf dem Fensterchen im Monitor. So, ich wollte ihn in den Arm nehmen, weil wir, und dann habe ich schon gesagt, nee, Doris, 1,5 Meter Sicherheitsabstand. Weil wir wissen ja alle, der Virus springt 1,49 Meter, dann fällt er auf den Boden, platsch, ist er tot. Habe ich gesagt, lieber Sicherheitsabstand, obwohl ich mir sicher war, dass in dem Hals nichts überlebt.